Hallo miteinander und herzlich willkommen im Winterwunderland, zumindest hier draußen. Das ist totale Eskalation, aber schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier in unserem kleinen Let's Code Core Data. An der Stelle kann ich auch mal sagen, dass ich mich schon sehr über das bisherige Feedback gefreut habe. Es scheint euch ja sehr zu gefallen, was mich auch schon mal sehr, sehr freut. Und ich gucke, dass wir das hier einfach schön weiter wuppen. Ich habe ja, glaube ich, schon in einer der letzten Lessons gesagt, dass ich es teilweise ein bisschen schwierig finde zu gucken, welches Thema man nach und nach angeht. Deswegen verzeiht mir, falls ja vielleicht manches irgendwie nicht so schnell vorangeht. Wir hatten hier zum Beispiel, beim letzten Mal war das ja, glaube ich, diese Methode Create Book with Title Author Creation Date erstellt, um mal ein Objekt eben in unserer Core Data Datenbank zu speichern. Aber wir sehen das ja noch nicht so in der Praxis, weil wir diese Methode noch nicht nutzen. Das kommt ja nach und nach. Wir werden uns auch in absehbarer Zeit tatsächlich an das User Interface unserer App setzen, damit man hier auch wirklich mal praktisch was benutzen kann. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich das mache. Ich vermute mal fast, dass ich dazu einfach mal das Ganze schon selber alles vorbereiten werde und dann einfach nur zeigen werde, was passiert ist, weil das komplette User Interface, auch wenn es trotz allem sehr spartanisch sein wird, so vorzuführen, das ist doch ein bisschen langatmig und hat ja eigentlich mit dem Thema dieses Let's Codes nicht so viel zu tun. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Aber wir gucken mal. Auf jeden Fall, das, was ich gesagt habe, deutet ja schon an, dass wir in dieser Lesson noch nicht User Interface machen, sondern tatsächlich möchte ich noch eine Kleinigkeit vorausschicken, die wir dann nämlich auch brauchen werden bei unserem User Interface. Und zwar ist das eine Möglichkeit, diese ganzen Book-Instanzen, die wir in unserer App haben, wieder auszulesen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten und es gibt auch insbesondere im Zusammenspiel mit einer Table View, die wir auch benutzen werden, um unsere Elemente aufzulisten. Da gibt es ganz spannende Möglichkeiten. Und wir werden jetzt noch nicht die, wie soll ich sagen, komfortabelste und beste Lösung nehmen, sondern uns wirklich rudimentär einfach mal durch diese ganzen Elemente, die wir kennengelernt haben, Managed Object, Managed Object Context und so weiter, durcharbeiten. Und da möchte ich euch eben heute in dieser Lesson eine Methode vorstellen, die wir, wie gesagt, jetzt auch in erster Instanz dazu benutzen werden, um einfach alle Book-Instanzen, die in unserer Datenbank gespeichert sind, als Array zurückzugeben. Das ist das, was wir jetzt tun. Das ergänzen wir hier in unserem Core Data Manager. Da erstellen wir ja die ganzen Bücher, die wir eben nutzen möchten. Und da macht es auch Sinn, eine Methode anzubieten, die uns alle Bücher, die es gibt, zurückliefert. Bevor wir das im Code machen, springe ich mal kurz in die Dokumentation. Basis für diese Aktion ist erneut unser NS-Managed-Object-Context. Über den können wir mittels der Methode Fetch, die habe ich auch schon mal in einem separaten Tab geöffnet, sozusagen eine Abfrage stellen auf unsere Datenbank und sagen, liefere uns anhand der Bedingungen dieses Requests passende Ergebnisse zurück. Wir werden diesen Request jetzt erst einmal sehr simpel halten und eben einfach sagen, wir wollen alle Instanzen vom Typ Book. Das kann man dann noch mit weiteren Abfragen garnieren, könnte zum Beispiel nach einem bestimmten Titel oder nach einem bestimmten Autoren suchen und so die Ergebnisse einschränken. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Wir haben noch viel vor. Ja, und das ist also die Methode, die wir nutzen. Und ihr seht schon, also Fetch erwartet einen Parameter vom Typ NSFetchRequest. Das ist so eigentlich das zentrale Element, das wir jetzt in dieser Lesson mal grundlegend kennenlernen werden. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ich springe hier mal in den Code zurück und ergänze hier also eine neue Methode. Und die nenne ich einfach mal AvailableBooks. So. Ja, und die liefert uns ein oder soll uns ein Array zurückliefern vom Typ Book. Ich mache das hier jetzt mal relativ simpel. Wir liefern auf jeden Fall immer einen Wert zurück und sei es ein leeres Array. Sprich, wenn wir keine Book-Instanzen bisher vorliegen haben, dann ist dieses Array einfach leer. Das kann man auch schon mal vorbereiten. Das heißt, ich mache hier mal eine Variable AvailableBooks. So, und das ist jetzt genau dieses Array, was ich hier haben möchte. Und das liefere ich am Ende der Methode auf jeden Fall schon mal zurück. Dann haben wir diesen Fehler jetzt schon mal weg in Xcode. Ja, dafür ein Warning, klasse, hey. Ja, aber wir arbeiten uns hier nach und nach durch. So, wobei ich glaube, das werde ich noch mal ein bisschen ändern. Aber ja, eins nach dem anderen. So, jetzt gucken wir uns mal diese Fetch-Request-Geschichte an. Wie gesagt, ein NS-Fetch-Request ist dafür da, eine Abfrage zu stellen, zum Beispiel eben hier auf unseren Managed-Object-Kontext und uns darüber dann ein Ergebnis zukommen zu lassen. Wenn wir so einen Fetch-Request erstellen, ich nenne den jetzt mal Book-Fetch-Request und packe den hier in diese Konstante,
können wir mithilfe eines passenden Initializers zunächst einmal den Namen der Entity angeben, auf die wir diese Anfrage anwenden möchten. Das ist also immer schon mal so diese erste Basis. Ein Fetch-Request bezieht sich auf eine bestimmte Entity. Und Entities, wir erinnern uns, die kennen wir doch aus unserem Managed Object Model. Genau da haben wir die angelegt. Bisher gibt es nur eine Entity in unserem Beispielprojekt, die Entity Book. Und das heißt, genau diesem Bezeichner hier packt man entsprechend hier rein. Ihr seht, das ist ein String, hoppala, den der hier erwartet. Und somit bekommen wir also einen Fetch Request, der sich eben auf die Instanzen vom Typ Book bezieht. Eine Besonderheit, die wir hier haben, gerade wenn wir mit Swift programmieren, und das war auch nicht immer so, ich kann gar nicht mehr sagen, mit welcher Version das dazu kam, ob das mit Swift 2 oder 3 damals schon passiert ist, ist, wir müssen bei so einem NSFetch-Request, ähnlich wie bei einem Array, explizit den Typ angeben, den wir hier als Ergebnis erhalten. Das ist in unserem Fall selbstverständlich hier der Entity geschuldet. Ja, wir greifen auf die Entity Book zu. Das heißt, das Ergebnis, was wir über diesen Fetch-Request erwarten, ist natürlich auch oder sind Instanzen vom Typ Book. Und das gibt man ganz ähnlich an wie bei Arrays mithilfe dieser Klammern-Syntax, also mit dem kleiner und größer Zeichen. Dazwischen packt man eben den Typ, der über diesen Fetch-Request abgebildet wird. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so kennt, wenn man frisch mit Swift einsteigt. Man kann zum Beispiel ja auch ein Array auf diese Art und Weise definieren. Also das, was hier steht, eckige Klammer auf, Book, eckige Klammer zu, entspricht dem hier. Das ist eine andere Syntax, das ist halt die schönere Syntax, die geläufigere Syntax, aber so geht das auch. Das ist so typisch Swift. Und so gibt man das beim NSFetch-Request eben auch an, damit klar ist, okay, dieser Fetch-Request bezieht sich auf Instanzen vom Typ Book. Und grundsätzlich brauchen wir jetzt schon gar nicht mehr, denn wir wollen ja diesen Request nicht einschränken. Wir wollen ja, dass er uns alle Instanzen zurückliefert, die er vom Typ Book findet. Diesen Request wenden wir dann auf unseren Managed Object Context an und erhalten das passende Ergebnis. Aber eine Sache gibt es, die müssen wir bei jedem Fetch Request immer noch mit umsetzen. Und das, Sekunde, ich setze sie schon mal an, ist ein sogenannter Sort Descriptor. Einfach gesagt, falls man jetzt Sort Descriptor noch nicht kennt, mit einem Sort Descriptor, wie der Name schon andeutet, gibt man an, auf welche Art und Weise bestimmte Instanzen sortiert werden sollen. Und hier müssen wir ein passendes Array übergeben. Wenn Sort-Descriptor nicht vorhanden sind, gibt es einen Fehler, beziehungsweise ja auch einen fatalen Error. Wenn wir diesen Request ausführen wollen, dann kommt es zum Crash. Also ein Fetch-Request braucht in jedem Fall mindestens einen Sort-Descriptor. So, und das heißt, den setzen wir hier um. Es gibt einen ganz simplen Initializer dafür, für die einfachste Art von einem Sort Descriptor, wo wir einen Schlüssel und dann noch eine aufsteigende bzw. absteigende Reihenfolge übergeben. Der Schlüssel bezieht sich in diesem Fall auf eine der Eigenschaften von der Entity. Das ist also etwas, wo wir hier darauf zugreifen müssen. Wir haben hier die Eigenschaften Author, Creation, Date und Title zur Verfügung. Und in diesem Beispiel würde ich mal als Schlüssel Title verwenden, um zu sagen, okay, pass auf, bei diesem Fetch Request sortier mir doch die ganzen Buchinstanzen nach dem Titel. Ihr seht, der Key ist hier auch ein String. Den gebe ich hier jetzt auch erstmal ganz simpel rein. Das kann man natürlich auch noch anders und sicherer formatieren, genauso wie hier bei der Entity, anstatt das einfach als String reinzugeben. Soll jetzt aber einfach mal für diesen Fall so ausreichen. Wir wissen ja alle, was gemeint ist. So, und das Ganze soll auch noch aufsteigend sortiert werden. Da hauen wir hier einfach True rein. Das ist dann eben die Sortierreihenfolge. Und damit haben wir jetzt unseren Fetch-Request soweit vollständig umgesetzt. Das bedeutet, er greift auf die Entity Book zu. Das haben wir hier auch nochmal fest eben in dieser Instanz, in dieser Book Fetch Request Instanz gekoppelt. Das heißt, dieser Fetch Request bezieht sich auf Instanzen vom Typ Book und wir haben einen passenden Sort Descriptor definiert. Wir könnten auch mehrere machen, wenn wir sagen, okay, sortiere erst nach Titel und dann meinetwegen nach Autor, wie auch immer. Aber das soll jetzt reichen. Wir haben hier einen übergeben nach dem Schlüssel Title und das ist so die grundlegendste Konfiguration für einen Fetch-Request. Das muss man mindestens haben. Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten. Aber wie gesagt, da eins nach dem anderen. Jetzt haben wir also unseren Fetch-Request. Ich springe nochmal in die Dokumentation. Und den können wir jetzt also hier in die Fetch-Methode unseres Managed Object Contexts packen. Und ihr seht, wir bekommen dann als Ergebnis ein Array hier vom Typ Any. Das mit Any relativiert sich dann für uns relativ schnell, denn wir wissen ja, was wir hier zurückbekommen. Ja, wir haben hier die Book-Instanz. So,
nutzen wir das Ganze mal aus und probieren das aus. Wir wissen ja noch von den letzten Lessons, auf unseren Managed Object Kontext kommen wir über den Persistent Container und dessen Eigenschaft View Kontext. So, und wir haben also gesehen, die Methode, die wir brauchen, heißt Fetch und die erwartet einen Fetch Request. Den haben wir erstellt, das ist der Book Fetch Request. Und was hier nun nur auch wieder eine wichtige Rolle spielt, ist, diese Methode kann einen Fehler werfen. Ja, wie so ziemlich alles in Core Data. Und ja, wir werden das Ganze einfach mal wieder ganz simpel so durchwuppen, indem wir hier einfach, ne, wir werden das noch zu gegebener Zeit anpassen, aber einfach sagen, okay, pass auf, hier, der Aufruf funktioniert immer. Das bedeutet für uns, an dieser Stelle erhalten wir also ein Array von Book-Instanzen, die eben über diesen Fetch-Request gefunden wurden. Falls es keine Book-Instanzen geben sollte, die für diesen Fetch-Request passen, dann bekommen wir einfach ein leeres Array zurück. Das heißt, ich kann jetzt auch meinen Code hier ein bisschen anpassen. Ich mache das nochmal weg. Da war ich ein bisschen vorschnell gewesen und stattdessen kann ich hier direkt einfach eine Konstante machen. Available Books. Und ihr das Ergebnis von diesem Aufruf zuweisen. Weil da bekommen wir auf jeden Fall ein Array zurück, sofern eben der Fetch-Request an sich konform umgesetzt wurde. Und das passt in unserem Fall. Wir wissen, dass es eine Book-Entity gibt. Wir wissen auch, dass es einen Schlüssel-Title gibt, das man dann auch sortieren kann. Und entsprechend können wir diesen Aufruf so umsetzen. Spannend hierbei ist übrigens auch, Available Books ist tatsächlich hier, ohne dass wir das explizit angeben müssen, ein Array mit Inhalten vom Typ Book. Das wird eben daraus abgeleitet, dass wir dem Fetch-Request diesen Typ zugewiesen haben. Weil normalerweise, habt ihr auch in der Dokumentation gesehen, Fetch liefert eigentlich ein Array vom Typ Any zurück. Dadurch, dass aber der Fetch-Request hier klar definiert ist und ersichtlich ist, was für Instanzen wir über diesen Fetch-Request erhalten, wird das auch automatisch adaptiert und wir müssen also nicht noch Typecasting oder sonst irgendwas durchführen, um ein passendes Ergebnis zu bekommen. Und das heißt, am Ende des Tages, der Befehl passt weiterhin, geben wir diese Konstante zurück. Wir könnten das natürlich auch in einen Aufruf packen und das hier durch Return ersetzen. Ich finde es nur so, ehrlich gesagt, ein bisschen schöner. Man hat noch diesen Zwischenschritt, sieht, was man hier eigentlich damit bezweckt, was man da erhält. Und das gibt man dann auf diese Art und Weise zurück. Ja, und damit haben wir tatsächlich unseren ersten Fetch-Request in Core Data umgesetzt auf unsere Book-Entity. Wir bekommen darüber alle Books, die in der zugrunde liegenden Datenbank gespeichert sind. Haben die Methode Fetch kennengelernt, die wir auf unseren Manage-Object-Kontext anwenden, um eben diesen Fetch-Request auszuführen und so die passenden Ergebnisse zu erhalten. Ja, Freunde, und damit sind wir am Ende von dieser Lesson angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist alles klar. Ihr wisst, Fragen gerne in die Kommentare und dann machen wir in der nächsten Lesson weiter hier mit unserer schönen kleinen Beispiel-App zum Thema Core Data. Macht es gut, Freunde. Ciao, ciao.